So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego of Legends. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, Japaner, müsste ich sowieso mal nachgucken. Weil es die Zeit lang nichts kam, abgesehen von dem letzten, der kam jetzt relativ zeitnah. Die beiden hier, denn das ist jetzt der nächste, die... Also das letzte Match und dieses Match habe ich hintereinander gespielt. Direkt hintereinander. Gibt es dazu noch irgendwas zu sagen? Ich finde das Nami unterwegs mit einer Kate auf der Lane und wieder neben Lee. Ich weiß, er will ja aber im anderen Team gegen ein sehr interessantes feindliches Team. So auf den ersten Blick halt absolut keine Front Lane, was ein bisschen blöd ist für die. Morde kann tanky gehen. Machen die aber meistens nicht, sagen wir es mal lieber so. Selbst der Talon kann ein bisschen off-tank gehen. Machen die aber auch selten. An sich, Mordekaiser sieht man auch in letzter Zeit ultra selten. So, mehr oder weniger gar nicht mehr im Wankhead. Also auch mal, zumindest ich nicht. ich sag mal so. Also entweder ich spiele was zu den falschen Zeiten oder es ist einfach die falsche Liga, in der ich gerade spiele. Für Mordekaiser. Denn. Gar nicht. Sonst Twitch das ADC und Rek'Sai als Jungler bei den Fighten. Muss zugeben, ich habe es andersrum gedacht. Ich habe eher gedacht, dass der Twitch der Jungler ist und die Rek'Sai der ADC. Der auch ehrlich gesagt, dass der Morde auf dem Top ist. Anstatt in Mitte. War scheinbar aber auch ursprünglich der Plan, wenn ich mir die Sub mir das angucke. Und auch von der Aufteilung her müsste das so sein. Man sieht ja immer, man sieht ja immer hier diese linke Reihenfolge und diese rechte Reihenfolge. Die Lane-Leute stehen sich immer gegenüber. Also Support unten, dann kommt der ADC, dann kommt die. Nee, fast. Genau, dann kommt die Midlaner, dann kommt die Jungler und dann die Top-Laner. Es war also doch so geplant, dass Modern statt Mitte ist. Wie soll ich dann sagen muss, dass ich es nicht ganz so verstehe. Morde ist ultra squishy und dem Pauk von Lux halt schutzlos ausgeliefert. Der wäre auf der Top etwas besser aufgehoben, finde ich. Da kann der Talon, glaube ich, könnte der Talon, glaube ich, etwas mehr machen. Erster Gang von Lee auf Top. Und klappt auch wunderbar, da der Talon so schön gepusht hatte. Ja, ich auf der Bottom kriege ein bisschen Schaden. Dafür können wir da weiter einen Chip aufbauen. Oh, das wäre fast gut. Das war ein Kumpel. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum der jetzt nochmal so einen Damage-Schub bekommen hat, aber 2-0 für Team Rot. Vermeint die. Wir befinden uns in diesem Match im zweiten Probo-Match von mir zu Platin 5. Das erste, also aus dem letzten Part, habe ich ja gewonnen. Das heißt, ich bräuchte nach diesem Match, also ich brauche jetzt noch 2 Siege. Wenn ich dieses Match gewinne, bräuchte ich ja nur noch 1 Sieg. Um dann nach Platin 5 zu kommen, wodurch dann auch etwas Stress entsteht. Denn Platin 5 hat leider den Spielezwang, die man die Kreuzung noch nicht hat. Auf jeden Fall hier nochmal ein schöner Ding in der Mitte von dem Lee, der auch an sich gut lief, aber der Counter-Gank hat halt echt weh. Lux leider oben. Jetzt könnte man da eigentlich noch einen Doppelkill holen. Oh, da kommt der Lee nochmal wieder und... Sehr schön. Das Schild hat ihn nochmal geschützt und plus der Minion-Überlegenheit, die wir da hatten, haben die Feinde genug Schaden bekommen. Können sie dann... zu räumen. So, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Das weiß ich schon. Ich bin gleich vergessen gerade. Talon rennt bis in die Mitte gerade. Die Lux weg. Nein, kommt sie nicht. Muss flashen. Kommt mit
und zieht sogar sicherheitshalber noch die Barriere. Das war vielleicht ein bisschen unnötig. Kam aber, kommt aber weg. Der Talon will noch nicht aufgeben. Verschwindet extrem viel Zeit dadurch. Verpasst halt auch extrem viele Elastik. Die Irelia hat jetzt schon verzoppelt so viel. Irelia. Naja, okay. Ja, Spielzwang, genau, da war ich. Ab Platin gibt es den Spielzwang, dass man, glaube ich, keine Ahnung, pro Monat mindestens ein Match oder sowas spielen muss. Oder ich glaube, alle zwei Wochen ein Match spielen muss. Irgendwie sowas. Damit man halt nicht gedownrankt wird, beziehungsweise Minus-LP bekommen, wäre halt auch so ein Downrank führen können. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen nervig, aber okay. Damit man sich halt nicht einfach auf Platin ausruht oder so, muss man halt hier nur wieder spielen, obwohl man sagen muss, der Spielezwang ist zu gering, als dass der wirklich bestrafend sein würde. Denn ich könnte, wenn ich jetzt heute Platin komme, ich nehme das hier gerade am 15.04. auf, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich immer nur ein Spiel spiele, kurz bevor dieser Spielezwang zuschlägt, sehr unwahrscheinlich, dass ich gedownrankt werde. Denn ich würde ja nicht jedes Match verlieren. Und selbst wenn ich da halt zwei, drei Stück, ich glaube drei, vier, fünf Stück ineinander verlieren, ohne gedownrankt zu werden, sobald ich halt diese Promotion überstanden habe. Da auf jeden Fall ein schöner Gang vom Lee Sin jetzt auf der Bottom. Ups, ist auch noch mit dabei, die halt auch noch gut Schaden gemacht hat. Ein bisschen übertrieben mit viermal auf der Bottom, aber hey, hat so gut geklappt. Also dieser Spielezwang hier in diesen Bereichen ist meines Erachtens mal irgendwo verständlich, aber zu wenig, wenn er wirklich effektiv sein soll. Woman, ich weiß nicht, wie es bei Diamond ist, ob der da vielleicht mehr anzieht, weil das würde ich dann zum Beispiel wirklich machen, dass er in den höheren Stufen noch mehr anzieht. Und da oben mehr Bewegung ist. Und in den, gerade gar nicht sicher. In Master oder so? Ist es sogar so, dass du wirklich irgendwie ein Spiel machen musst oder irgendwie sowas? Oder alle drei Tage ein Spiel? Ich meine, da oben ist dieser Spielzwang nochmal ein Stück höher. Ja, da kannst du auch über 100 erschießen. Also sind unsere Top-Talern dominieren, zwei Kills, farmmäßig fast doppelt so viel. Da wird, hier wurde ja jetzt gerade gegankt und verwendet auch Hardcore unsere Ulti. Aber in dem Moment kam jetzt auch gerade wir nach oben. Denn wir wollten eigentlich einen Lane-Switch machen mit der Irelia. Die meinte aber, wir sollen doch einfach hochkommen, um den Tower hier oben schnell wegzupushen. Und ja, wir kamen halt genau rechtzeitig. Das war halt aber extremes Pech für die Pfeile, dass das halt so endete, dass wir halt uns dazu entschlossen haben, zum dritten Tower da oben zu pushen. Und damit haben wir zwei Kills bekommen. Und meine zwei werden es gewesen, Morde und... Morde und Kaiser. Ja, das war so nicht. Ja, auf jeden Fall noch ein Kill, dann guckt man eine Welle nochmal schön, der Kick trifft auch nochmal schön und die Bubble sitzt und noch ein Kill. Also die 3er-CC oder so, den war nicht entgegenzusetzen. Währenddessen macht die Überleger jetzt auch ein bisschen Bottom-Farm noch ein bisschen weiter. Während wir uns den Turm da oben geholt haben. Nicht mal 10 Minuten weg. Wir haben 10 Kills in unserem Team und 2 Tower. Das ist schon eine Nummer. Vor allem 10 Kills in knapp 10 Minuten. Wir machen fast pro Minute einen Kill. Aber wir haben pro Minute einen Kill. Wir müssen die Feinde immer wieder ein Stück nach vorne kommen, damit wir wieder killen können. Weil sonst geht das nicht auf.
Mir fand er bis jetzt der Twitch nur ein Kill, hat auch noch keinen Tod und ist auch farmmäßig weiter als die Caitlyn mit 11 Farm. Dafür dürfte Caitlyn, glaube ich, trotzdem mehr Gold haben, alleine durch die 4 Assists, wie gesagt. Momentan ist die Caitlyn auch eher damit beschäftigt, um ihre Objectives wieder zu reißen, als Dinge zu farmen. Und der Talon scheint mit der Irelia an sich total überfordert zu sein. Er macht ja nichts gegen sie. Also wirklich gar nicht. Ja, der Mordekaiser macht auch gar nichts. Der verliert im 1-on-1 gegen den Lee. Na gut, der Lee ist auch gut gefeedet. Der Mordekaiser hatte 0-4. Persönlich fand den alten Mordekaiser auch wieder etwas angenehmer, muss ich zugeben. Ich mag ja diese Champion Reworks an sich allgemein. Obwohl der Mordekaiser Rework jetzt noch sehr zurückgehalten ist, sag ich mal, weil er hat ja im Grunde genommen alle seine Fähigkeiten behalten. Die wurden teilweise nur leicht von der Funktionsweise geändert. Aber irgendwie finde ich den ganz klassischen immer noch etwas besser. Ich weiß nicht warum, aber der dachte spielerisch schöne Angriff. Könnte aber auch daran liegen, dass er eventuell genervt wurde in der Zeit. Ich weiß nicht, wie es gar nicht auswendig ist. Wie der ältere Vorliegen sind ja jetzt wieder aus. Und der Talon hat tatsächlich den Kill gemacht. Ich denke, das gedacht. Die Kill für die Irelia. Da bin ich dann auch so top gegangen. Das Problem, hey, wenn wir da schon mal keinen Freund haben, dann lassen wir da oben auch durch. Genau das ist halt auch der Fall. Ja, wir haben 30 Kills, 12. Minute. 30 gleich, also passt momentan noch mit der Statistik, alles schön, alles gut. Hey, mein Tower! Und damit verabschiede ich mich. Lass mich mit der HP selbst eh nicht mehr zu brauchen. Und der erste Nibitor fällt nach 12 Minuten 38. Gleichzeitig muss man sagen, es wäre jetzt auch nicht so schwierig gewesen, gegen das Gitter-Team vorzugehen. Die sind halt, also selbst wenn das Gitter-Team jetzt, noch even wäre. Momentan sind die ja weit zurück, wenn man sich das Gold anguckt, 10.000 Gold Unterschied. Wenn das jetzt noch, wenn man einigermaßen gleich würde, dann müsste fast eine Rüstung kaufen. Und dann den Mordekaiser rausgucken am besten. Da hat die Kaiser aber auch einen Riesenfehler gemacht, um die Minions reinzugehen. Dadurch konnte der Lee nämlich an die Minions springen und die auf Auto-Attacken. Wäre sie, glaube ich, einfach weiter runtergerannt, wäre das nicht so einfach gegangen. Oder der Lee hätte halt einen Wort setzen müssen, den er, glaube ich, momentan gar nicht ready gehabt hätte. Wodurch er dann hätte vom Twitch getötet werden können. Also lieber Richtung Süd oder versuchen zu Twitch zu gehen, anstatt Minions, wo er dann dich hinspringen können. Ja, guck mal, jetzt wehrt er sich zumindest mal. Und schafft es so. Braucht nur knapp. Ein schafft er knapp. Den auf jeden Fall am Bord pushen, das ist sehr schön. Darum will ich ihr auch zur Hilfe kommen in diesem Moment. Aber man sieht schon die Gegnerbewegung. Da kommt jetzt gleich was ganz Interessantes. Erstmal ja. Ah, okay, so ist das natürlich. Das verstehe ich das ja. Weil ich wusste nur noch, dass die Kaiser an die Caitlyn ran sprang und getrappt war.
Und ich dachte, die Caitlyn hat genau unter der Kaiser, als er gesprungen ist, den Trap gemacht. Aber nein, sie ist durch die Trap durchgedasht und war deshalb. Ja, getrappt. Was natürlich extrem problematisch ist, weil so ein Headshot von der Caitlyn tut weh, vor allem weil er schon gerade UFO ist. Das habe ich gar nicht angefangen. Und jetzt auf meinem letzten Part. Das ist ein Quip von der MF an. Habe ich gar nicht angesprochen, aber die hat zweimal KDQ und zweimal diese komische Sense da gekauft. Ich glaube, das ist so eine Sense darstellen. Sehr interessantes Bild. Die versteht sich mal schlecht, aber sehr interessant. Ist mir aber während des Matches aufgefallen. Also während ich das Match live gespielt habe, dass ich so einen komischen Scheiß kaufe. Du vergessen leider zu erwähnen. Ja. Wir haben gerade den Platz von vorne momentan schon auf den Schatten gestellt. Da wird der Tisch gerade echt schlecht, weil jetzt geht er voll auf den Platz. Einfach mal eine Welle, damit wir uns ein bisschen erholen können. Eigentlich war die dafür gedacht, weil ich dachte, dass der nie reingeht, aber ich muss nicht da ausgehen. Aber ich muss jetzt aufgehen, damit es besser scheint, als es war. So, alle drei Inhibitoren down in 16 Minuten. Und wir stehen zu 5 in deren Base. Yes. Leider hat er nur 5 in der Base. Tower. Also man sieht jetzt schon, dass sie überhaupt nicht mehr klarkommen. Sie schaffen es nicht, die Minions zu killen und uns gleichzeitig zu beschäftigen. Entweder sie kümmern sich um uns, wodurch dann die Minions einfach schlichtweg weiter pushen, oder sie kümmern sich um die Minions, wodurch wir sie die ganze Zeit flankieren. Da auch wieder, weißt du, alles nur um den Supporter zu töten. What the fuck? Oh, er nimmt den Kick noch wieder hoch. Oben. Ab. Oh, jetzt wird diese Wort gezogen. Das hier ist super echt viel. Aber damit fällt auch der zweite Nexus Tower. Wie gesagt, sie können sich schlichtweg nicht um beides kümmern. Ja, und auch das ist jetzt von den... Also da sind so viele Super Minions und Irelia noch. Ich mach sogar noch nebenbei den Twitcher verrückt. Und die 18 Minuten und... 18 Minuten und 27 Sekunden. Mit 19 Kills. Also so circa pro Minute ein Kill. Ihr seht jetzt, die Bans, die gefallen sind. Die Evilia von uns hatte zum Beispiel nichts gebannt. Hatte die Zoe gebannt. Ich weiß es leider nicht. Bestimmt. Gar nicht hier. Ich weiß nämlich nicht, welcher zu wem gehört. Weil der gehört auf jeden Fall zu mir und der zu Evilia. Das weiß ich. Ich weiß halt, was ich gebannt habe und man merkt sich halt, wenn Leute teilweise nichts bannen. Werte. Ja. 2,8k Schaden, also im Grunde genommen gar nichts. First Blood von der Evelia. Sichtwertung immerhin 22. Ja, aber bei so einem kurzen Spiel, was willst du machen bei 18 Minuten? Was ich jetzt mal kurz wollte. Ich weiß gar nicht, ob es noch hatte. Ja, sie hatte es noch bis zum Schluss hier, das was ich meinte. Und sie hat sich nochmal ein Riesenschwert gekauft. Also keine Ahnung, Schaden hatte sie ohne Ende, ohne Frage, weil das sind halt 140, das sind 280,
320 Schaden allein durch Rüstungsteile. Ne, kritisch auch voll gewesen. 20, 40, 60, 80, ne, 20% fehlen, glaube ich. Ja. 80% kritische Trefferchance und keine Ahnung, was das jetzt nochmal werden sollte. Ich hoffe, es blutet es da zumindest. Aber wird Blutdies da noch mit Riesenschwert gebaut? Ich weiß es gar nicht. Aber ich meine schon. Das ist Schwachsinn. Nicht, um irgendwie Rüstung zu durchdringen oder großartig Angriffsspeed zu bekommen oder so. Einfach nur voll auf Fresse. Einfach nur, um ihre Ulti, glaube ich, hochzuhauen. Keine Ahnung. Na gut, immerhin hatte der Wukong das schwarze Beil dabei. Ja, das geht ja natürlich schon, wenn der Wukong reingeht, aber die schwarzen Beil-Stacks auf uns drauf haut, dann tut das schon weh. Aber egal. Ich fand schwachsinnig. Ja, ihr habt vielleicht gerade gesehen, das waren jetzt momentan so... Das waren jetzt gerade meine beiden Spiele. Ein Promospiel muss ich jetzt theoretisch noch gewinnen, damit ich aufsteige. Also mit anderen Worten, die nächsten drei Matches, die ihr seht, werdet wahrscheinlich Losers sein. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.